Hallo Leute, hier sind wieder MacQuister 2051 und Varuna MC. Servus. Und heute hauen wir uns mal gegenseitig die Köpfe ein. Oh, du hast es nicht ausgehalten. No! Hat ziemlich lang gedauert. Muss jetzt nur die Kamera umstellen, sorry. Ich wusste nicht, dass ich dich direkt treffe, man hat es nicht gesehen. Ja, man hat auch nicht gewusst, du hast auch nicht gewusst, dass ich dabei sterbe. Nein. Ja gut, wir hatten es eben schon getestet. Mit meinem Schwert, das 14,5 Herzen Schaden macht, haue ich Verona mit 17 Herzen um. Wir wissen zwar nicht warum, aber es geht. Habt ihr schon mal gesagt, das hat irgendwie ein Plus-Damage. Zusätzlich. Du glaubst mir aber nicht. Den Umbau der Molecular Assembler, die ich für die letzte Folge extra angefertigt habe und dann komplett vergessen habe zu zeigen. Geh weg. Ja, ja, ist klar, das ist dein Kram. Ich will den nicht haben, vor allem, weil dir immer alles überläuft. Du hast übrigens einen grünen Sack gedroppt, als du gestorben bist. Ein Uncommon Looting Bag. Da muss ich jetzt mal reingucken, was du wert bist. Viel Zeit aus Quarz und 6 Obsidian. Ich glaube, ich soll dich öfter töten. Du kamst gerade sehr schlecht hier an. Jetzt. Lecker, es tut mir leid. Ich muss erstmal hier wieder sortieren. Eigentlich wollte ich heute sinnvoll eine Folge machen, aber nein, McFisto will nicht, dass ich das mache. Ja, ich habe schon zwei Golems. Ich wollte unser MP ausbauen. Dafür wollte ich mir Pulverizer, Furnace und Alloy Smelter bauen. Und das werde ich jetzt angehen. Das Schwert kann ich euch nochmal kurz zeigen. Das habe ich ordentlich gepimpt. Da sind schon 792 Quarz drauf. Das macht ordentlich Schaden und hat natürlich Glück. Und irgendwie Level 3 oder so erst. Ich hau jetzt nicht nochmal Varuna. Oh, zwei Herzen. Nochmal zwei Herzen. Na, warte mal. Ein halbes. Gar nichts. Naja. Soll ich nochmal zurückhauen? Du bist doch bestimmt wieder sortiert. Machen wir mal hier sinnvoll weiter. Okay. Quatsch. Das ist im Zentrum so. So, die zwei Golems habe ich letztes Mal. Ein Golem habe ich letztes Mal gemacht, einen habe ich jetzt noch gemacht. Jetzt brauchen wir noch die Cores. Nidor Bricks habe ich mir hergestellt. Jetzt muss ich noch gucken, was ich dafür brauche. Haben wir noch die Bricks? Du hast letzt die Bricks angefordert. Ich weiß nicht, wo sie hin sind. Ich glaube, die haben wir dann hier gelassen. Wie ich dich kenne, hast du wieder alle durchkristallisiert und alles, was man brauchen kann, ist weg. Nö, keine Ahnung, wo die sind. Das ist immer das Gleiche. Man bereitet alles vor und hofft, die Sachen dann in der Kiste zu finden, dann sind sie weg. Du hast mir gegeben. Dafür kann ich nichts. Ja, dann gebe ich einfach sofort nichts mehr. So. Ah ja, aber wir hatten keine Wasseressenz, habe ich gerade mal ein bisschen hergestellt. Ich habe hier doch mal die Minimaschine gemacht. Die müsste doch, glaube ich, die Sachen noch zerkleinern. Jawohl. Ich habe noch den Blockbreaker stehen. Dann kann ich mich hier hinstellen und stupide die Sachen zerkleinern lassen und muss es nicht selber machen. Ist, haben wir ein bisschen, aber ich glaube Meto habe ich noch nie gesehen. Nein. Müssen wir erstmal gucken, wo Meto drauf ist. Das war unerwartet schnell. So, der brennt uns noch ein paar Signale um. Farmland. Wie heute? Ja, bei dir ordentlich. Bitte. Schon wieder. Ich weiß nicht, ob irgendwas bei dir gerade nicht gut ist. Ja, irgendwas stimmt gerade mit meiner Internetverbindung nicht. Nein, mit deiner. Mit meiner? Wieso hörst du? Ja, okay. Aber bei mir ist alles wie immer. Drück mal die Player-Taste, die dir die anderen Spieler anzeigt. Geht nicht. Ist, glaube ich, normalerweise Tab. Ich habe es umgelegt. Nee, jetzt ist es wieder hoch. Jetzt ist dein Signalstärke wieder gerade hochgegangen.
Ich hab's auf P. Egal, ich habe genug Bricks. Who cares? So viele Furnace würde ich eigentlich nicht machen. Kupferzahnräder, Reception Coil, Machine Frame, Redstone. Ich glaube, ich habe kein Gold da. Seeds. Tainted Roots. Hallo? Wo soll ich denn das Zeug herkriegen? Ah doch, das geht ja easy. Hey, oh nein, ach ja, dann. Seeds brauchen wir bloß. Seeds haben wir da ein paar, das weiß ich. Seeds. Muss ich vorsichtig sein, wenn ich Rechtsklick mache, habe ich ganz viele Furnace hergestellt. Dann brauchen wir ein paar Shards. Und das hier. Blind und Pisten. Pisten sind, glaube ich, noch da. Blind müssen auch noch da sein. Das müsste ich mal noch sinnvoll einsortieren. Ach, wir haben jetzt wieder 10.000 Blind, wenn du mal welche brauchst. So ein Kack, das muss man auch im Infusion-Altar machen. Haha. Klar. Och. Was ist jemand ich? Begeistert? Ja, aber ich hab vielleicht. Basic Capacitor und Eisenbarren. Hm. Wir hatten mal irgendwo Basic Capacitor von Maschinenkram, aber ich weiß nicht, wo das hin ist. Wir haben noch den Static Capacitor. Ich finde es unmöglich, das ist so schwer hier irgendwas zu machen bei Towncraft. Was suche ich denn Redstone, überhaupt? Kupfer, Gold, Nuggets. Habe ich wieder vergessen, was ich suche? Du bist alt und vergesslich. Die Sichel suche, das weiß ich. Kupfer, Gold, Nuggets. Soll das eigentlich gewesen sein? Können ja mal gucken. Dottler. Eisen, Eisenbachen. Okay. Dann. Weißt du, wo die Silktat-Schaufel ist? Nein. Verdammt. Wir haben eine. Ja. Ofen, Eisen, Cauldron. Ich glaube, Cauldron haben wir irgendwo ganz viele. Ich habe welche gesehen. Jawohl. Wir haben noch irgendwo ein Stack Öfen. Haben wir leider nicht. Eigentlich schon Steine als Ehren geschlossen, ich bezweifle es. Ich habe endlich eine Verwendung für die Goldcoins. Wenn hier noch welche sind. Ah, ja, hier. Hey. Auch mehr Steine. Kommt hier in meine Mistschublade was rein. Sogar. Haben wir auch ein paar. Jawohl, ein Emerald haben wir. Machen wir uns kurz ein Silktouch-Upgrade, dann können wir Erde abbauen, die gefarmt sind und dann können wir uns... Erde, die gefarmt sind? Ja, Farmland. Also mit einer Hohe kurz draufhauen und dann... Hoppala. Sollte das funktionieren. Brauchen wir nur irgendwas, wo ein Modifier drauf ist. Frei ist. Wie Axt. Ja, dann... Ach so, sollte ich sie auch erst hauen, die Farmland. So. Glowstone und Vibrant Alloy. Ich hoffe, wir haben noch Vibrant Alloy. Wir hatten mal jede Menge. Aber Shadow hat es bestimmt wieder alles weggemacht. Cool. So, noch ein bisschen Erde erfüllen. Irgendwann hau ich ihn. Und dann machen wir das hier mal schnell. Erstmal nur die Upgrades. Was soll's? Die hoch. Ich hoffe, das funktioniert. Das sieht irgendwie aus wie normale Erde. Es ist normale Erde. Red hier mal alles ab, dass wir Zugriff drauf haben. Ich brauche Farmland. Wie kann ich denn dann Farmland machen?
Das ist ja blöd. Ach, shit. Shit, shit, shit. Hast du wieder verpeilt? Ich hab ME-Interfaces dran gebappt. Weil die leider irgendwie ganz stark so aussehen. Wie die anderen Dinger, die ich eigentlich brauche. Ja, die sehen ziemlich ähnlich aus, wenn man sie nicht in der Hand hält. Auf eine Hoe und auf eine Diamantschaufel. Diamantschere. Dann researchen wir das doch gleich. So, ich hab das noch nicht. Maybe R wird sich jetzt wieder kaputt lachen, dass ich das verwechselt habe. Hä? Was ist denn gerade los? Okay, dann verschwenden wir mal ein paar Diamanten. Wir haben ja immer 64 mal 64 Stacks. Nee, ich habe gerade 2, 4, 6, 8, 9 Diamantscheren gemacht, um sie jetzt in den Alchemical Furnace zu hauen, um sie dort zu verbrennen. Klingt zweckdienlich. Muss, und es dauert so lang. Verdammt. Aber vielleicht kann man dann noch den, braucht nämlich noch ein Upgrade für die Golems. Und zwar Order, damit der Zeug in eine Kiste hauen kann. Glaube ich. Sehr schön. Die falschen aus dem Inventar und die Storage Bus. Dann können wir den ganzen Crap, den wir hier schon haben, schon mal anschließen. Wie gut, dass ich glaube, Shadow mir mal irgendwann gesagt hat, dass man den Sticky Pisten aus Blut machen kann. Immer eine sehr nützliche Information. Wo war denn das nochmal? Irgendwo habe ich vorhin gelesen, dass wenn ich dem ein Order Upgrade gebe, dass sie dann Zeug einfach in Kisten packen können. Ich hoffe mal, das stimmt. Dann haben wir nachher ein Problem. Order Shard und Gold Nuggets. Problem voraus. Möglich. Möglich. Schauen wir mal. Gold Nuggets. So, ich habe hoffentlich mal die ganzen dummen Metalle endlich angeschlossen. Wird noch was. Shiny Holz haben wir direkt. Sand haben wir direkt. Die zwei haben wir. Gut, das war's. Wenn wir zu dem dummen ME zurückgehen. Jetzt haben wir Zugriff auf die ganzen Sachen im Turm. Sehr schön, wir haben endlich alle möglichen Metalle vorliegen. Das Precantatio machen wir jetzt mal weg. Also Quatsch, ich muss mit dem Aufzug nach oben. Und dann brauchen wir oben noch Energie. Oh, auch mal weg. Und Metallum brauche ich doch auch nicht. Brauche genau das, was jetzt noch. Die blöde Energie da oben. Haben wir noch einen Tesserakt? Hatten wir mal einen. Ich glaube, Shadow hat eine ganze Kiste mit Tesserakten. Irgendeine Tasche, die er bei sich trägt. Da durfte ich mir mal welche rausnehmen. Ich habe gemeint, ich brauche nur eins. Hätte ich das gewusst, hätte ich mir mal mehr geholt. Jetzt ist genau das, was ich brauche, ist hier unten drin und wird nicht kristallisiert. Und das Wasser brauche ich auch und es geht einfach nicht. Ganz ruhig, nicht weinen. Das ist ein bisschen doof, weil jetzt die Folgenzeit rückt dem Ende nahe. Ja, wo sind wir denn? Bei welcher Zeit? 14. Und ich habe schon wieder nichts gemacht. Ich kann euch noch einen kleinen Bug-Trick, wie auch immer, sagen. Und zwar Water Shards. Ihr könnt ganz einfach. Warte mal. Eis. Water Shards macht ihr aus Eis. Ich muss nur das Kabel hier noch höher legen. Water Shards macht ihr aus Eis. Eis kriegt ihr durch einen Snow Block im Crucible. Dann kriegt ein Eis und ein Eis müsst ihr mit dem Hammer kloppen. Das machen wir jetzt mal kurz.
Du hast vergessen zu erwähnen, dass der Hammer Lack haben sollte. Moment, Moment. Das hast du schon verraten, Mann. Also, heiß. Mit dem Hammer kloppen. Und dann kriegt ihr da zwei Dinge raus. Einmal die Water Shard von Tomcraft. Und eine Ice Shard von Ex Nihilo. Und die Ice Shard könnt ihr wieder zu einem Eisblock verkraften. Wenn ihr jetzt auf eurem Hammer, so wie ich hier zufällig Fortune 3 drauf habt, droppt der Eisblock nicht mehr Shards, also nicht mehr Water Shards, aber mehr Ice Shards, weil das wie ein Drop ist. Und demnach bekommt ihr sehr viele Ice Shards. Wir machen hier mal gerade. Klang übrigens wie ein Fußballverein. Ich habe hier jetzt gerade zwei Ice Shards. Jetzt hauen wir hier mal 9 Eisblöcke rein. Und dann hauen wir da drauf. Und dann gucken wir mal. Wir haben jetzt 44 Ice Shards, das heißt 42 haben wir gekriegt. Das sind 10 Eisblöcke und wir haben nur 9 verwendet. Also ist ein ganz kleiner Bug oder wie auch immer, dass man unendlich viele Water Shards generieren kann, wenn ihr Luck auf eurem Hammer drauf habt. Ist sehr cool. Finde ich zumindest. Ich muss hier die Rezepte mal noch kopieren, ansonsten wird das hier einfach mal mehr Kram. So, ich werfe mal den ganzen Scheiß raus. Metallum auch noch raus. Brauch kein Metallum. Ich will wenigstens einen Golem ab. Das brauche ich auch nicht. Ich brauch keinen. Terra brauchen wir auch nicht. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Brauchen wir auch nicht. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Halt. Da kommt immer das Falsche in den Lambic rein. Soll ich das Ding ganz nach oben legen, bis ich mich entschieden habe? Da ist jetzt das Richtige drin. Metro braucht man, glaube ich. War ja das, was noch gefehlt hat. Was die Zuschauer nicht sehen, ich habe mich auch schon zwischen den Folgen stark mit dem Zeug beschäftigt. Mir fehlen aber immer noch zu viele Aspekte, bei denen ich mich im Kreis drehe. Wir haben nämlich das neue Formcraft 422 oder sowas, glaube ich, drauf. Und da ist das Ganze schon nicht mehr ganz so leicht wie früher. Ja, 423 glaube ich sogar. Also es ist wirklich ein bisschen, ihr seht ja auch, wie viele komischen Essenzen es hier gibt. Also es gibt mega viele. Das war mal weniger. Deutlich, deutlich. So, jetzt muss hier irgendwo dann noch Metro erscheinen, weil alle anderen Fässer sind belegt. Viel besser. Ich muss gerade mal gucken nach dem Upgrade. Harvest. Wir brauchen 5 Meter und 5 Crops. Crop. Wir haben 19 Crop, dann können wir. Wir machen, glaube ich, mal. Ja, ich glaube, wir machen schon mal 3 so. Verteile. Dingens da, ne? Dingenskirchen, genau. Immer sehr hilfreich. Ja, ich suche gerade Itemkabel und ich wäre nicht über ein Tesseract unglücklich, aber ich finde keins. Meto. Wie Veto? Wogegen? Nicht Veto, Meto. Achso. Ist die Sichel. Das wird wieder eng mit der Zeit, Mann. Ich finde das immer doof. Ich krieg die hier nicht abgesaugt. Shit. Ah, hier, da war das Upgrade, was ich vorhin gesehen habe. Order Upgrade unlocked. Harvest Golems fitted with this upgrade will now attempt to replant the crop they just harvest. They could fail it to do. Was? Fail if the plant failed to drop the proper seed or seed. Egal, auf jeden Fall das Upgrade machen wir. Aber das war ja das hier. Oder? Nein, Order stand doch da. Golem Upgrade Order. Guck mal, ob das jetzt so funktioniert. Oh. Was ich mir da oben am Zusammenbauen bin. Ich hab das Rezept da drin, brate diese 10 Sachen. Ach, das Ding hat keinen Strom.
müsste eigentlich nach unten raus gedrückt werden. Auch wenn das nicht von alleine zieht. Oh, Telefon. Bin ich zu Hause. Ja, jetzt brauchen wir einfach noch dieses dumme Tesserakt. So, okay. Wir kriegen die Dinger zusammen. Wir machen jetzt schon mal. Hallo? Geh mal nach oben hier. Machen jetzt mal das erste Upgrade. Vorhin hatte ich mal den Cruiserwill nicht ganz voll. Und dann hat er gleich irgendwelchen Schrott gemacht. Ich muss aber immer darauf achten, dass der Cruiserwill voll ist. Golem Animation Core Harvest. Jawohl. So. Halt. Doch. Das ist jemand sehr hartnäckig beim Anrufen. Tja. Kann ja mal passieren. So. Meine Kiste ist gerade gemutet und wir stellen hier mal den Golem hin. Bong. Dann. Sorry wegen dem Telefon. Brauche das hier gar nicht. Ja, kein Problem. Jo, er läuft. Was macht er? Ich habe elektrischen Sound gehört, dass ein Monster zum Leben erweckt. So klang es zumindest. Er baut schon mal ab. Jetzt müssen wir ihn nur noch hier. Wo ist er jetzt hin? Ethereum. Das hier. Oh nee, ich habe das ganze dämliche Ethereum verbaut. Also das wird hier mal wieder nichts. Jetzt rennt er hier durch die Gegend und droppt alles, aber. Okay. Jetzt hat er noch ein Update. Hallo. Ah, jetzt pflanzt er auch gleich wieder an. Das finde ich cool. So, was machst du jetzt? Enderperlen Pyroteum. Ich werde mir erstmal ein bisschen Enderium herstellen. Das wird noch ein bisschen dauern. Ich meine nicht dich, ich meine den Golem. Ach so. Aber der haut immer noch nichts in die Kiste. Das wollte ich auch nicht. Der haben wir immer noch nichts in die Kiste. Ein klein bisschen, aber nicht mehr viel. Wir brauchen auf jeden Fall neue Enderperlen. Ich sammle mal gerade hier ein, der wird es schon. Und vielleicht braucht er auch ein Range-Upgrade, weil der macht nicht viel. So ein Golem darf, glaube ich, nur 4-5 Felder von irgendwas entfernt sein. Ja, kann ihm aber ein Upgrade geben. Und zwar das Upgrade. Braucht er nicht noch so einen komischen Block, der ihm irgendwie sagt, wo er hin muss? In welche Kiste er was machen soll? Das machst du mit der Glocke. Ah, okay. War früher irgendwann mal so ein Block. Ich glaube, der hier ist es. Upgrade automatically. Nee. Water. This upgrade increased the visual range of most. Ja, also den hier brauchen wir noch. Mit einer Erdschart müssen wir den machen. Das machen wir auch noch schnell. Und dann sind wir, glaube ich, am Ende der Folge angekommen. Ja, ich hätte da noch ein bisschen mehr bauen müssen, da wir kein Tesserakt haben, kann ich meine ganzen Theorien drüben nicht überprüfen. Ich werde dort alles mal noch ein bisschen weiter ausbauen bis zum nächsten Mal. Das ist wahrscheinlich nicht so interessant, sich das jedes Mal anzugucken, aber muss ja trotzdem gemacht werden. Wir sind hier in einem Let's Play und nicht einem alles läuft einfach so. Ja, das wäre ja noch schöner. Ich muss wahrscheinlich einen zweiten Golem dann hier dran setzen, der das Zeug aufsammelt. So, jetzt hat er noch ein Upgrade gekriegt, jetzt gucken wir mal, wie weit er jetzt laufen kann. Was auf jeden Fall schon cool ist, ist, er sammelt, nicht er sammelt, sondern er pflanzt gleich wieder an. Das ist natürlich sehr interessant, praktisch. Ja, muss ich hier dann noch einen Golem ran machen und der braucht wahrscheinlich einen anderen Core. Ich kann mal gucken, welcher das ist. Den mache ich dann bis zum nächsten. Ah, hier, Phil. Genau, der war. Nein, Quatsch. Quatsch. Egal. Schnell hier hin. Ach, sehr schön, das klappt. Was ich mir überlegt habe, funktioniert auch. Die Sachen werden nach unten rausgedrückt, wenn sie hergestellt werden. Und dementsprechend sind sie weg. Anderer Zauberstab. Der ist hier. So. Enderperlen, verdammter Mist, wir brauchen mehr Enderperlen. Haben wir eigentlich schon ein Ende? Portal ins Ende, irgend sowas? Nee.
das wird eine riesen Aufgabe, weil du musst ja die ganzen Dinger. Ach, die muss man selber craften, gell? Selber craften. Bitte, stimmt, da gibt's ja gar kein. Es gibt ja hier gar kein Portal, das wird man ja sofort sehen. Nein! Und was brauche ich hier noch? Markus. Und günstig. Oh, ich hab das doch schon irgendwo. Hier. Eins gedrückt. Aber sehr praktisch, wenn man diese ganzen Upgrades einfach mal so herstellen kann. Immer sehr praktisch, wenn man die Kacke bereits drin hat. Warum alle möglichen Upgrades in die Maschine, dann ist die viel schneller. So, dann brauchen wir noch ein Core. Und dann machen wir das nämlich auch noch schnell. Dafür, dass wir vor 10 Minuten aufhören wolltest, haben wir schon die Schritte überzogen, wie immer. Ja, ich weiß, aber ich habe jetzt schon den zweiten Golem. Ja, das heißt, wir kriegen das diese Folge fertig. Dass die Golems da automatisch Zeug abbauen, anpflanzen und in die Kiste hauen. Musst du ja immer gleich übertreiben. Ich pflanze mal hier hin. Hallo? Willst du nicht? Doch, willst du. Okay. Jetzt hauen wir erst die Upgrades rein, weil dann bewegt es sich nicht. Und dann macht die Upgrades rein, weil er sich dann nicht bewegt. Das da rein. Ja. Und dann sagt man ihm, du hier, da rein. So, arbeite was. Mach ich doch, ich baue hier die ganze Zeit aus. Muss ich dem noch was sagen? Brauche Golem, lieber Golem. Och nee, muss ich jetzt jedes Feld anklicken? Smartkabel haben wir. Hier fehlt wieder ein Stück Glas in der Wand. Das muss irgendjemand mal getötet haben. Hust, hust. Der macht nichts. Hat ein Faulem, kein Golem. Ja. Ich habe mir die blöde Zange abgelegt, die ich natürlich auch brauche. Ich weiß jetzt nicht, weshalb der nichts macht. Keine Sorge, du wirst es nie herausfinden. Hubala. Set Margo Color to. Achso, hä? Ich kann die Farbe verändern. Ja, toll. Was bringt mir das? Ich weiß nicht, was es dir bringt, aber das, was ich gemacht habe, geht gerade gut vorwärts. Kann ich nämlich hier die Rezepte rausholen. Ich muss ich den auf die Kiste stellen, dass der da checkt, dann dass haben wir jetzt drei Stück die Kiste nehmen soll. Wo ist er denn? Hier ist er. Zwei, drei, so war das. Was jetzt? Jetzt fehlt ein Upgrade. Wo ist es hin? Ist es runtergefallen? Engineering's gut. Welches habe ich ihm jetzt gegeben? Order. Ich mache gerade Duplikation von Pattern. Na, das ist ja komisch. Könnt ihr jetzt auch noch durchvariieren, dass irgendwas bevorzugt gemacht wird, aber das ist völlig brain. Wenn ich jetzt ein paar Prozessor hätte. Ah, jetzt könnte es klappen. Dann sollte das hier auch viel schneller gehen. Nee, der steht bloß da und guckt um. Mann. Naja. Egal, wir werden es rausfinden bis zur nächsten Folge. Jawohl. Und wie ihr seht, das hier oben funktioniert, der unten, der Ofen, der weg soll, wird nicht mehr benutzt. Oben, die schaffen alle gleichzeitig. Und dann sehen wir uns wieder. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Jo, ciao Leute, tschüss Maruna. Ciao Minecraft, ciao Mephisto.